Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Episode 1 Racer. Dann können wir direkt weitermachen mit Bedos Schreckenspfad. Okay, das scheint ein bisschen Ando Prime. Bisschen komplizierter zu sein. Bedos Schreckenspfad. Okay, so eine etwas längere Strecke. Alter Bedo, was bist du denn? Bist du eine Schlange oder was? Sieht echt aus wie eine Schlange. Naja, fangen wir einfach mal an. Gegen dich. Ich habe jetzt auch gerade schon gemerkt, die Steuerung ist deutlich angenehmer. Willkommen, Podracer-Fans auf Endor Prime, der Heimat der gütigen Andobi Windomönche. Gastgeber des heutigen Rennens ist der Weiseste der Weisen, Ten Abu Dunbar. Alles klar. Die Videos sind noch nicht Der so lang hier. Favorit für diese Strecke ist Alda Vigo, auch Hitman genannt. So, und die glaube ich auch, dass ich Junge, nicht sieht der in seinem auseinanderfalle. großen Manta Ram Air Mark IV Podracer gefährlich aus. Ah, jetzt habe ich den Racer gar nicht mehr geändert. Gut, dann fahren wir noch mal eine Runde mit dem hier. Ich wollte eigentlich ein anderes Pod nehmen. Ist das? Okay, nichts. Aber die Strecke ist ganz schön dünn. Also man kann hier schnell mal wogegen kann. Aber wie sieht denn die Reparaturfunktion aus? Es gibt ja eine. Das mit dieser Kamera ist auch so ein bisschen eklig. Oh Gott, über eine Brücke. Okay. Okay, aber das löst. Okay, das macht doch ein bisschen kaputt. Durfte ich da gerade durchfahren? Oh, das ist eklig, wenn die Strecke so dünn ist. Was über Eis? Ja komm, was kann ich für den Schaden dafür? Ja, Achtung, ja, was konnte ich jetzt bitte dafür? Ich kann nicht mehr ordentlich steuern. Okay, jetzt kann ich doch ordentlich steuern. Das ist ein bisschen peinlich, dass man respawnen kann und einfach trotzdem noch Erster ist. Aber was konnte ich bitte für den Schaden dafür, ne? Und vor allem, es gibt ja drei Runden, das heißt, wir müssen den Scheiß drei fahren. Aber der Runde merke ich schon einen deutlichen Schwierigkeitsanstieg, also da ging bei der letzten ja Pillepalle. Die letzten zwei eigentlich. Also wenn man zumindest mal die Steuerung beherrscht und nicht so wie ich gegen Wände fährt. Oh fuck, was war da denn gerade? Boah. Ich könnte natürlich so ein bisschen mehr versuchen, auf die Karte zu schauen, wo es lang geht. Also jetzt gleich kommt eine Kurve nach da. Boah, wie fahre ich denn? Nein! Wie oft darf ich eigentlich drauf gehen? Unendlich oft. Ich gehe davon aus, unendlich oft, nur dass ich eben dann immer ein bisschen Vorsprung verliere. Okay, jetzt haben wir eine Runde geschafft. Das ist neuer Rundenrekord. Ja, toll. Zweimal gestorben in einer Runde. Okay, man könnte mal so ein bisschen versuchen, sich in der Karte zu orientieren. Die ist jetzt nicht wirklich detailreich, aber also zumindest, wo die Strecke lang geht. Man sollte natürlich dann vorab versuchen, wirklich nirgendwo reinzufallen und doch vor allem nirgendwo runterzufallen. Denn das geht glaube ich auch. Weil Kurven sind wirklich so eklig. Da habe ich nämlich mich wieder kaputt gemacht. Ja, obwohl ich ja konnte mich noch reparieren. Ich muss mal an manchen Stellen sogar wirklich mal Speed rausnehmen. Gibt glaube ich sogar einen Rückspiegel, ja gibt es auch. Konnte aber gerade keine. Muss ich lang? Da muss ich lang. Oh, das ist eklig. Ah, mit dem Eis. Man rutscht nämlich so ein bisschen auf dem Eis. Ich wäre jetzt gedacht, auf Eis rutscht man. Der Rückspiegel ist ein bisschen komisch, weil er ein bisschen zu weit vorne ist. Ich sehe einfach nichts. Aber ich scheine irgendwie relativ weiten Vorsprung zu haben. Also. Aber das heißt, solange es jetzt so bleiben muss. Auch wenn ich derzeit noch das Gefühl habe, dass meine Gegner absolute Noobs sind. Aber es kann natürlich auch nur beim Anfang sein. Es kann natürlich sein, dass das Spiel nachher, wenn wir ein bisschen weiter fortschreiten, nachher übel schwer wird. Ich sehe gerade, es gibt sogar drei verschiedene Wege. Oder zwei. Ich versuche mal in der nächsten Runde mal den anderen Weg zu fahren, dass wir mal alles sehen. Ich weiß auch nicht, ob die Karten alle einzigartig sind. Oder ob wir später noch auf den gleichen Karten nochmal fahren. Ja, voll gegen die Wand. Man muss wirklich manchmal ein bisschen Speed rausnehmen. Ich glaube, dann
Ja. Der Brems verliert endlich neben meinem Ohr. So, nächste Runde geschafft. Das ist neuer Rundenrekord. Nochmal neuer Rekord, obwohl ich auch wieder zweimal zerstört worden bin. Ich versuche jetzt mal, mich nur höchstens einmal zerstören zu lassen. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich mich definitiv von der Optik her gerne gewöhnen muss. Weil das wirklich eklig ist mit den Augen. Und vor allen Dingen, weil ich auch derzeit nur mit einer Hand spiele. Weil ich nicht weiß, was ich mit der anderen machen soll. Ja, schon wieder dagegen gefahren, verdammt. Aber nicht so schlimm. Ah, ich muss die andere Taste rausnehmen. Ja komm, was kann ich für den Schaden dafür? Ja. Der erste Tod, weil ich volle Möhre gegen den Felsen gefahren bin. Also, auch dämlichere Tode gibt es nicht. Fehlt nur noch, dass ich überholt werde. Und ja, glaube ich, nicht zwingend in jedem Rennen Erster sein muss. Vor allem ist ja wirklich gar keiner. Hätte ich mir auf der Karte angezeigt? Wir haben zumindest keinen überrundet. Versuchen wir es mal da lang zu fahren. Ja, hat super funktioniert. Hier muss aber trotzdem wieder da rein. Oder ich bin zu doof, die Strecke richtig zu fahren. Ist aber egal, ich will jetzt hier nicht meinen ersten Platz aufs Spiel setzen. Ah, hier kann man lang. Da waren wir auch schon. Ich habe jetzt tatsächlich mal gebremst, beziehungsweise ich habe einfach mal das Gas losgelassen. Na, ist egal, wir haben eh gleich die Runde geschafft. Naja. Oh, in der ersten Runde links bin ich auch unter Bio und Sommer gestorben. Die zweite war die schnellste. Gut, das wollen wir uns nicht noch weiter anschauen. Kommt jetzt immer diese Animation? Weil irgendwie ist die so unnötig. Naja. Wir haben es geschafft. Dieses Geräusch mit der Route jedes Mal. So, dann machen wir weiter mit Aquilaris Classic. Aber erst auf, wie gesagt, wechseln wir das Fahrzeug. Genau, nehmen wir einfach mal hier den Statistik-Podracer. Das haben wir mal alle gesehen haben. Scheint auch wieder eine etwas, ja, könnte auch wieder eine kürzere Strecke sein. Was ich natürlich eigentlich nicht so bevorzuge. So, Kleck Holdfast ist unser Gegner. Ja, wir starten direkt. Schöner Abend hier auf dem Wasserplaneten Aquilaris. Genau die richtige Voraussetzung für eines der eindrucksvollsten Podracer-Rennen der Galaxis. Ihre Gastgeberin, die bezaubernde und liebliche Gouverneurin Nave Vengalis. Okay. Der derzeitige Rekordhalter für diese Strecke ist Kleck Holdfast. Okay. Jetzt natürlich das Problem, ich kenne die Strecke nicht. Von daher weiß ich nicht, wo ich langfahren muss. Zum Beispiel da. Oh Gott, die Strecke scheint natürlich schwer zu sein. Ja, fahren wir genau rein, du Arsch, ey. Jetzt kommt eine Kurve nach links. Ja. Ein Tunnel, oh Gott. Okay, ja, kein Schaden genommen. Kein Schaden genommen, okay. So eine Sprungschanze. Oh Gott, was? Dafür kriege ich Schaden? Ich bin nur gesprungen. Ah, okay, kann ich auch wieder zwei Wege nehmen. Der andere Weg wäre sogar sinnvoller, weil er ein bisschen kürzer zu sein scheint. Ja, vielleicht dafür auch schwieriger. Okay, hier ist nicht viel Platz. Ah!
Fuck! Okay, scheint doch ein bisschen länger zu sein, die Strecke. Aber das war auch fies. Da muss man wirklich Speed rausnehmen, weil sonst haust du dir voll rein. Okay, man trägt tatsächlich Schaden angerechnet, wenn man die Sprungschanzen nutzt. Lol. Geht da lang. Und dann scheint es immer nur ein Weg richtig. Und ich habe das Gefühl, die Decke kommt immer weiter runter. Geht da lang. Da lang. Ich habe nicht genau herausgefunden, wie ich die Reparatur benutzen kann. Boah, Alter! Was sind das denn für Kurven? Der kannst du doch nur abbremsen. Okay, man sieht sogar die Gegner auf dem Dings. Das habe ich jetzt mal gerade gesehen, die gelben Punkte da unten. Boah, das ist extrem ekelhaft gemacht hier. Die Kurven. Stößt das Teil mit mir zusammen? Ja, also ich glaube schon, dass es in späteren Folgen auf jeden Fall noch zu Fails kommen wird. Also das denke ich schon. Wie genau ich die Reparatur auslöse, weiß ich exakt auch noch nicht genau. So, hier können wir auch mal lang fahren. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Aua. Da lang! Scheiße! Das geht ja zu! Wie soll man das jetzt schaffen? Die scheiß Tür geht zu! Ändert sich das oder was? Oh Gott, aber das scheint doch eine etwas längere Strecke zu sein, tatsächlich. Ja, da lang. Wechselt das eigentlich auch durch? Nee, ne? Ja, die geht ja gar nicht. Also wie man an der einen Stelle, wo ich da mal gestorben bin, durchkommen soll. Weiß ich, wie gesagt, nicht. Ach komm, ich habe voll abgebremst. Wo ich sagen muss, ich nutze die Bremse eigentlich nicht. Ich lasse einfach nur die Gastaste los. Die Bremse gibt es theoretisch aber auch. Boah, okay, jetzt habe ich doch mal die Bremse benutzt. Die Kurve ist so eklig. Okay, ich sehe schon wieder einen Gegner auf der Karte. Das ist nicht gut. Das ist neuer. So, letzte Runde. Ich sage dir, das wäre die Strecke von der letzten Runde. Von der, die wir vorher gefahren sind. Boah, diese Schiffe. Kann man mit denen zusammenstoßen? Ich hoffe mal nicht. Doch, weil das ja ein bisschen eklig. Nee, weil ich glaube, wenn ich die Taste irgendwie drücke, dann repariert sich das irgendwie automatisch, aber ich habe keine Ahnung. Autsch. Das war voll dumm. Ich habe jetzt gerade nicht nach vorne geguckt. Aber ist egal. Der muss hier tatsächlich schnell sein. Ja, ich hab's geschafft, jawohl. Man muss hier tatsächlich schnell sein. Weiter, wie es sieht, geht die Tür zu. Die Frage ist dann, wie ist es, wenn ich kurz mit dem anderen hinterherkomme? Wer ist die Tür für jeden separat? So, ich glaube, nach links geht's gar nicht weiter. Also, ab hier ist es eigentlich nicht mehr so schwer, außer diese eine Kurve da hinten. Und das hier. Also wenn man Speed rausnimmt, dann geht's wirklich. Dann ist es eigentlich relativ machbar. Auch das hier. Weil jetzt könnt ihr mal sehen, weil ich den Speed rausnehme, wenn eben die Animation da weggeht. So, jetzt Speed rausnehmen. Ich fahre trotzdem gegen die Wand, wie man sieht. Ja, komm, das hat dir bestimmt nicht wehgetan, jetzt da die Mini-Berührung da. Jawohl. Aber man sieht wirklich, es ist
eigentlich geschenkt. Bisher noch. Also wenn ich das sogar hinkriege, das muss schon was heißen. Dann ist es eigentlich auch nicht schwer. So. Alles klar. Und damit endet jetzt auch nicht nur dieses Rennen, sondern auch diese Session. Und ich würde sagen, mit im Ende der Session kaufen wir uns dann doch nochmal was. Also ich glaube, ich muss erst hier reingehen in die Malastier-Karte. Okay, und dann kann ich hier nämlich sagen, mal Podracer Werkstatt erstmal machen. Was auch immer das jetzt hier ist. Trieb 1, okay, kann ich mir glaube ich nur anschauen. Podracer Upgrades. Okay, wie kann ich das auswählen? Du schon wieder, ha? Ja, ich schon wieder. Ach, hier kann ich immer kaufen und zurückkaufen, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Ich würde sagen, ja, was nehmen wir erstmal? Hast du meinen Glückswürfel gesehen? Okay, wie kann ich zurückgehen? So. Ist dir das Teil nicht gut genug, hä? Talbadabanki danko! So. Hier gehen wir auf die Reparatur. Ich könnte wetten, dass du verlierst, wenn du deine Podracer nicht aufrüstest. Konate Tokimalia! 150. Hast du meinen Glückswürfel gesehen? 80. Warte mal, hey, warte mal. 4.000, 4.800. Oder kann ich mir nur eins kaufen? Ich glaube, einen besseren Preis bekommst du nirgendwo, hä? Außenwälder, warum kommen sie immer hier? Ich kann ich das jetzt kaufen? Den ganzen Laden durcheinander. Jetzt habe ich Kühlung. Also ich klicke übrigens auf Kaufen drauf, ne, aber es passiert nichts. Vielleicht findest du draußen auf dem Schrottplatz etwas, das du Ja, wo kann ich denn zum Schrottplatz gehen? Teile kaufen Na, vielleicht? Na, schon wieder zurück? Okay, hier habe ich nicht genug Geld, das ist klar. Nein, ist dir das Teil nicht gut genug? Ah. Wie kann ich das denn kaufen? Scheint gar nicht. Okay, wie das Kaufsystem funktioniert, muss ich mir auch nochmal anschauen. Anscheinend scheint es irgendwie nicht wirklich zu funktionieren. Was ist Schrottplatz? Ich habe jede Menge Schrott. Sie kommen hierher, sehen sich um und kaufen nichts. Warum kauft hier niemand etwas? Ja, weil ich nicht weiß, wie das geht. Wie zur Hölle kann ich was kaufen? Es geht nicht. Es geht nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, Malastier, schauen wir uns dann nächste Folge an. Von daher euch aber eure Zeit und möge die Macht euch weiter mit euch sein. Ciao. Die Folge Star Wars Episode 1 Racer ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Von daher möge die Macht natürlich weiter mit dir sein. Ciao.